Funktion hier löst die Differentialgleichung und ich mache jetzt mit Ihnen so ein kleines Intermezzo. Das steht ja dran, Intermezzo, Sätze von Peano, Picard, Hindeleuf. Das ist das, was ich. Nein, falscher Ansatz. Zweiter Versuch. Ich mache mit Ihnen so ein Intermezzo und zwar das Intermezzo ist Funktionenräume. Und zwar ist das so, wenn Sie. Das sehen Sie übrigens auch im Buch, da können Sie ein bisschen mit verfolgen, da rede ich nämlich drüber. Wenn Sie eine Funktion haben, zum Beispiel x hoch 3, x Quadrat minus 3x, dann können Sie das tatsächlich als Vektor schreiben. Also es hört sich für Sie erstmal ein bisschen komisch an, funktioniert aber. Und zwar ist das der Vektor 0 minus 3, 1. Warum auch immer, Sie können sich gleich vorstellen, warum. Und dann habe ich Ihnen noch ein paar andere Beispiele gebracht. Zum Beispiel steht hier das 2 minus x Quadrat. Was ist das 2 minus x Quadrat, wenn Sie das als Vektor schreiben, wenn das 0 minus 3, 1 ist? Fast. Also reden wir mal über diese minus 3. Die minus 3 ist der Vorfaktor vor dem x. Was ist die 1? Das ist, jawohl. So, was steht denn hier vor dem x-Quadrat? Nee, das ist ein 2 minus x-Quadrat, nicht mal. Was steht dann vor dem x-Quadrat? Ja, minus 1. So, das heißt, ja, Sie haben hier quasi minus 1 mal x² plus 0 mal x plus 2. Also steht hier die minus 1 davor. Was steht vor dem x? Die 0 und ohne x die 2. Das ist dieser Vektor, 2, 0, minus 1. Ja, und so können Sie tatsächlich Funktionen als Vektoren deuten. Das funktioniert erstaunlich gut, hätten Sie wahrscheinlich nicht gedacht. Und wie gesagt, da kann man auch eine Weile drüber reden. Also das nächste, was ich habe, ist mx plus c. Was ist denn mx plus c gesehen als Vektor? Das c. Hier steht das m. Und vor dem x² steht eine 0. So, das heißt, Sie sehen, das ist so ein Vektor. Dann der nächste, den ich habe, ist x hoch 3. Was ist denn x hoch 3 als Vektor interpretiert? Das ist 0 plus 0x plus 0x² plus 1 x hoch 3. Und Sie sehen, es wird plötzlich vierdimensional. Hier habe ich zwei dreidimensionale Vektoren gehabt, den hätte ich durchaus auch als zweidimensional interpretieren können. Ja, und Sie sehen tatsächlich, geht das. Und der Raum aller Funktionen ist, wie Sie hier sehr schnell sehen, unendlich dimensional. Warum nämlich? Weil Sie können hier jeden beliebigen Exponenten x hoch 100, x hoch 300, x hoch 1000 schreiben und da kommt dann immer irgendwas mit dazu. Das heißt, das ist ein riesig dimensionaler Raum. Wenn wir jetzt weitergehen und zum Beispiel die E-Funktion sehen, die E-Funktion, von der wissen wir ja, das ist 1 plus x Quadrat durch 2 Fakultät, das haben Sie auswendig gelernt, plus x hoch 3 durch 3 Fakultät, plus x hoch 4 durch 4 Fakultät, plus x hoch 5 durch 5 Fakultät. Wie lange geht das weiter? Sehr gut, ja, es geht tatsächlich unendlich lang. So, und das heißt, das kriegen Sie jetzt auch als Vektor geschrieben. Der Vektor ist unendlich lang. Und er beginnt hier mit einer 1, dann hier mit einer 1, dann hier mit einer 1 durch 2 Fakultät, dann mit hier mit einer 1 durch 3 Fakultät, 1 durch 4 Fakultät, 1 durch 5 Fakultät und so weiter. Das ist daher als so ein Vektor die E-Funktion. Und so können Sie jede Funktion als Vektor deuten, nicht jede, jede funktioniert tatsächlich nicht, aber jede Funktion, von der Sie zumindest eine Taylor-Reihe kennen. Taylor-Reihe heißt, Sie nehmen die Funktion, ist als Polynom eventuell darstellbar oder als Taylor-Reihe und dann kriegen Sie da sofort sowas raus. Das gleiche wäre mit Sinus oder Cosinus, da kriegen Sie auch einen unendlich langen Vektor raus. Und das ist das, was Sie erkennen sollen. Es geht sogar noch weiter. Es gibt tatsächlich so Begriffe, die Sie von Funktionen kennen, wie zum Beispiel der Begriff der linearen Abhängigkeit. Den können Sie auch bei Funktionen verwenden. Oder sogar den Begriff des Skalarproduktes oder den Begriff der Gerade, ja, also gerade im Raum natürlich, ja, das können Sie alles mit den Funktionen machen. Deswegen will ich einfach nur sagen, die
Funktionen bilden einen sogenannten Vektorraum. Und alles, was Sie von Vektoren können, das können Sie auch mit Funktionen machen. Sie können auch zwei Funktionen addieren, wie Sie zwei Vektoren addieren. Also nur als Beispiel, wir können den 0 minus 3, 1 addieren. Das ist dieser Vektor zum 2, 0 minus 1. Kriegen dann raus 2 minus 3, 0. Und das ist, würde entsprechend der Funktion 2 minus 3x funktionieren. Und wenn ich das plus den addiere hier, dann fällt das gegen das Wechselbad übrig, 2 minus 3x. Passt. Hört sich ein bisschen dämlich an. Sie werden auch noch nicht verstehen, warum ich das so mache. Aber ja, tatsächlich funktioniert das. Das heißt, Sie können Funktionen als Vektoren deuten und die Menge aller Funktionen bildet einen Vektorraum. Das ist das, was ich in der Aufgabe 520 mit Ihnen mache. Und in der 521 auch. Da habe ich eben gesagt, ja, weil die Taylor-Reihe, aufschreiben, also das ist die Aufgabe 520 und 521. Die Taylor-Reihe entspricht dann dieser Darstellung als Vektor. Gut, so, und jetzt komme ich hier wieder her, jetzt muss ich schnell schauen. Das heißt, ich habe jetzt das Intermezzo gemacht und jetzt kommt das Raten von Lösungen. Das hört sich für Sie jetzt ein bisschen okurva. Ich glaube, ich habe die Aufnahme nicht hingekriegt. Schade eigentlich. Ich dachte, ich hätte da eine dufte Aufnahme gemacht, habe ich aber nicht geschafft. Egal. Jetzt kommt das Raten von Lösungen. Das ist eine ganz zentrale Sache, weil das lernen Sie in der Schule nicht. Das heißt, in der Schule sagt man, man muss immer alles rechnen, man darf auf keinen Fall raten. Raten ist böse und schlecht. Und denken Sie mal an mich, der sagt, ja, besser gut geraten als schlecht gerechnet. Ja, mein alter Grundsatz. Okay, und das heißt, wie gesagt, deshalb für Sie, jetzt kommt neues, also das Thema eben Raten. Das ist der Film Nummer, Moment, muss ich schauen. Das ist der Film Nummer 33. Für den haben Sie 9 Minuten Zeit. Das heißt, unser nächstes Meeting ist dann also circa 16 Uhr unser nächstes Meeting. Und da bekommen Sie dann Aufgaben dazu, die wir dann dementsprechend miteinander lösen. Das heißt, wie gesagt, schauen Sie sich das Raten von Lösungen an und da habe ich gar keine Übungsaufgaben dazu, dann werde ich da wohl auch keine haben wollen. Na, wie gesagt, die 521 habe ich ja mit Ihnen gemacht. Gut, also das heißt, nächstes Meeting ist dann da, dann mache ich wieder ein Intermezzo, Satz von Peano Picard Lindelöf, da sage ich Ihnen in groben Zügen, was da los ist. Und dann machen wir noch zusammen zum Abschluss homogene lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Gut, also das heißt, bis 16 Uhr schauen Sie sich den Filmraten von Lösungen an und dann erzähle ich Ihnen was von Peano Picard Lindelöf. Das auch immer nicht geklappt hat. Vielleicht hat es ja auch geklappt.